Hallo Leute, heute kommt von mir ein sehr, sehr, sehr oft angefragtes Video. Es ist wahrscheinlich das am meisten angefragteste Video. Das war der falsche Superlativ an der falschen Stelle. Das am meisten angefragte Video überhaupt in meiner ganzen YouTube-Geschichte, die schon 500 Jahre, auf jeden Fall wurde ich sehr, sehr oft gefragt, ein Video zu folgendem Thema zu machen. Wie bestelle ich eigentlich auf Taobao? Ich lade ja ab und an mal so Taobao-Hauls hoch. Ich glaube, 2 oder 3 waren es bis jetzt. Was ist mit meinen Haaren los? Und darunter kamen dann immer zahllose Anfragen. Bitte erzähl uns doch mal, wie bestellt man eigentlich auf Taobao? So, und deswegen mache ich das jetzt, weil ich nämlich von Anfang an gesagt habe, beziehungsweise seit dem letzten Mal gesagt habe, okay Leute, hört zu, wenn ich das nächste Mal bestelle, dann nehme ich euch mit und filme euch quasi ab, wie ich das so mache. Und deswegen passiert das jetzt. Für die von euch, die keine Ahnung haben, wovon ich überhaupt spreche, Taobao, noch nie gehört, klingt wie chinesisches Essen, was ist das? Die werde ich jetzt erleuchten. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit die, die schon wissen, worum es geht und darauf brennen zu erfahren, wie man da bestellt, sich nicht allzu sehr langweilen. Also, Taobao ist natürlich chinesisch, das hört man vielleicht am Klang des Namens schon so ein bisschen. Und das ist ein bisschen so wie das chinesische eBay. Also es ist eine Internetseite, auf der man einkaufen kann und es gibt sehr, sehr viele Shops. Ich weiß gar nicht, ob es da auch Privathändler gibt. So sehr habe ich die Seite noch nicht durchblickt. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Shops, die auch individuell gestaltet sind, wo man alles kaufen kann. Von Klamotten, Make-up, Schuhe, Hausdekorzeug, wahrscheinlich auch Möbel, Elektronikkram. Man kann da einfach alles kaufen. Das ist wie eBay. Und das Problem an dieser Seite ist erstens, die Seite selber verschifft nicht international, sondern nur innerhalb von China. Zweitens, die ganze Seite ist auf Chinesisch. Komplett. Ich kann kein Chinesisch. Ich nehme mal an, 90% oder noch mehr meiner Zuschauer können auch kein Chinesisch. Und deswegen muss man sich ein paar kleiner Tricks bedienen, nämlich zum Beispiel einen Shopping-Service nutzen und Google Translator nutzen und Internetforen nutzen. Und es ist ein bisschen langwierig, auf dieser Seite zu bestellen. Und es gibt auch verschiedene Reseller, also gerade was so die Klamotten angibt, gibt es einige Läden, die quasi die Klamotten von Taobao auch international verschiffen. Shein ist zum Beispiel so ein berühmtes Beispiel oder Samidress. Und das Problem mit diesen Reseller-Seiten ist erstens, das Zeug ist komplett überteuert, also es kostet teilweise bis zum 10-fachen des Preises, den man auf der Taobao-Seite hat. Und zweitens sind die nicht allzu zuverlässig. Also ich meine, klar, die Taobao-Shops selber können manchmal auch nicht zuverlässig sein, aber mit denen interagiert man nicht direkt. Du interagierst mit denen über deinen Shopping-Service und der regelt alle Probleme mit denen für dich. Das ist super. Deswegen würde ich euch ans Herz legen, vielleicht selber bei Taobao zu bestellen. Und zwar so, wie ich euch das jetzt erklären werde. Schon wieder ein Haar. Wo kommen diese Haare her? Warum wachsen mir Haare auf dem Kopf? Wie ihr seht, das ist erstmal die Startseite von Taobao. Ich persönlich finde mich da nicht zurecht. Ich habe noch nicht mal herausgefunden, wo die einzelnen Kategorien sind. Also hier an der Seite hat man so kleine Icons und hier geht es in die Unterkategorien. Aber so richtig zurechtfinden tue ich mich darauf nicht. Und deswegen bin ich einfach darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die Chinesisch können und die unglaublich hilfreiche Seiten zusammenstellen. Zum Beispiel bei LiveJournal gibt es 2 Threads, die super, super praktisch sind. Bei dem hier sind zum Beispiel eine Menge einzelne Taobao-Shops verlinkt, bei dem hier einzelne Search-Terms, also Suchbegriffe, und die will ich euch nochmal ein bisschen genauer zeigen. Dieser Thread ist wahrscheinlich für Lolitas besonders interessant oder Leute, die sich für andere japanische und asiatische Moderichtungen interessieren. Man hat hier erstmal einige Shopping-Services aufgelistet, da gehe ich aber gleich auch nochmal genauer rein. Dann einige Shops zum Thema Clothing and Accessories, also Kleidung und Accessoires. Das, wie ihr seht, das ist eine ganze, ganze Liste. Und hier steht auch nochmal immer genau, was man da findet. Zum Beispiel bei Smoky Jewelry kriegt man Goth Jewelry, also Gothic-Schmuck. Hier findet man Sweet etc., Gothic, Sweet, Sweet and Classic und so weiter und so fort. Hier gibt es Fairy Key. Also alles, was das Herz begehrt. Dann gibt es hier nochmal eine Liste mit Strümpfen und Strumpfhosen. Hier eine Liste mit Schuhshops. Hier Perücken, sowohl hilfreich für Cosplayer als auch für Lolitas.
Dann gibt es hier, das ist mein persönliches Highlight, Category Links, also Links zu verschiedenen Unterkategorien. Und am liebsten stöber ich hier in der Fabrics-Sektion. Dieser schöne Link führt nämlich in die Stoffabteilung von Taobao und der hat ungefähr 500.000 Seiten und man kann Stunden damit verbringen, hier sich durchzuwühlen. Und dann sind hier nochmal einige Shops zum Thema Nähen aufgelistet. Hier geht es um Püppchen, Deko und so weiter und so fort. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten auch nochmal alles in die Infobox. Und dann hier auch super praktisch die Suchbegriffe. Zum Beispiel hier so ganz einfache Sachen, Man, Woman, Lady, Princess, dann verschiedene Stile wie Himik, Yaru, Punk, Lolita. Dann kommt es zu einzelnen Kleidungsstücken, also One Pieces, verschiedene Tops, verschiedene Unterteile, verschiedene Socken und so weiter und so fort. Das ist ein super, super, super praktischer Thread, weil ohne diese Suchbegriffe kommt man nicht allzu weit, wenn man sich nicht unbedingt in diesen Kategorien hier bewegt. Hier sind auch nochmal die einzelnen Farben aufgelistet. Wenn man jetzt etwas ganz Bestimmtes sucht, ist es immer ganz praktisch, sich Suchbegriffe quasi zusammenzusetzen und nicht in Babelfisch, hier sind wir in Babelfisch, einen kompletten Suchbegriff zu übersetzen. Wenn ich hier zum Beispiel eingeben würde, schwarze Pumps mit Schleife, wir versuchen das mal. Und das übersetzen wir nach Chinesisch. Dann kopieren wir uns das und geben das bei Taobao ein. Seht ihr, was hier rauskommt, ist absoluter Murks und hat mit dem, was ich oben eingegeben habe, überhaupt nichts mehr zu tun. Weshalb es immer ganz praktisch ist, wie gesagt, sich aus solchen Suchbegriffen quasi seinen Suchbegriff zusammenzustellen. Falls der gewünschte Begriff allerdings mal nicht dabei sein sollte, kann man sich das immer noch mit Hilfe von Babelfisch zusammensetzen. Und da muss man sich halt ein bisschen durchprobieren und immer so einfache Begriffe wie möglich übersetzen und die dann selber zusammenfügen. Ansonsten kann einem auch immer gute und ehrliche Google-Arbeit weiterhelfen, denn es gibt immer Leute, die irgendwas bei Taobao eingekauft haben und das auf ihren Blog oder Tumblr oder sonst wohin stellen und netterweise noch einen Link zu dem Shop hinsetzen. Hier zum Beispiel gibt es einen Tumblr, der sich darauf spezialisiert hat, Plus-Size-Sachen aus Taobao zusammenzusuchen. Und hier gibt es eine endlose Liste von wirklich schönen Teilen, durch die man sich durchwurscheln kann. Und sowas gibt es halt auch in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Also es gibt ganz viele Taobao-Finds-Tumblrs und halt wie gesagt Leute, die shoppen waren und ihre Links dazu gepostet haben. Hier ist halt wieder der Fall, wenn man irgendwas ganz Bestimmtes sucht, dann muss man lange suchen und man muss gründlich suchen und vielleicht muss man sich auch mal von jemandem weiterhelfen lassen, der Chinesisch spricht. Ich weiß, dass wir nicht alle so jemanden in der Familie haben, aber vielleicht findet man da auch nette Leute im Internet, die einem mal kurz was übersetzen oder mal auf Taobao gucken. Es ist auf jeden Fall eine ganze Arbeit, wenn man nicht genau den Shop kennt, bei dem man was kaufen möchte. Wenn wir uns dann entschieden haben, was wir kaufen möchten, sagen wir, ich hätte mich für dieses Kleid hier entschieden, ist es ganz wichtig, dass man sich den Link speichert, weil den braucht man auf jeden Fall, um später beim Shopping-Service bestellen zu können. Und außerdem muss man sich ein bisschen Mühe geben, um durch das Größenbenennungssystem durchzugucken. Denn ich habe das Gefühl, auf jeder Seite und an jedem Shop ist die Größe irgendwie anders benannt. Hier zum Beispiel hat man die Größen 18, 16 und 14. Das könnten jetzt UK-Größen sein, das könnte aber auch irgendwas ganz anderes sein. Manchmal steht auch die Größe in M, S, XL und so angegeben. Da muss man dann auch auf jeden Fall in die Größentabellen gucken und das ist sowieso das A und O beim Klamottenbestellen, dass man sich die Größentabellen zu Herzen nimmt. Meistens sieht es dann irgendwie so aus. Man hat dann hier die Größen aufgelistet und dann da die Maße. Da muss man sich selber ausmessen. Und dann muss man sich mit Hilfe von Babelfisch mal wieder diese Begriffe hier übersetzen. Klar, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, wie Klamotten geschnitten sind, dann kann man sich auch selber herleiten, dass das hier wahrscheinlich Brust, das hier Taille und das hier Hüfte und das hier die Länge ist. Aber es zu übersetzen ist auf jeden Fall nicht schlecht und dann kann man sich quasi hier raussuchen, was seiner eigenen Größe bzw. den eigenen Maßen entspricht. Und das sollte man sich dann auch aufschreiben oder merken, denn das muss auch an den Shopping-Service weitergeleitet werden.
Genauso funktioniert es übrigens mit Schuhen. Also man hat hier die Größen 41, 40, 39. Das sind aber asiatische Größen und keine europäischen. Das sollte man sich immer bewusst sein. Und deswegen kann man hier unten hoffentlich bei manchen Seiten, bei manchen nicht, nachgucken, wie viel Zentimeter Innenlänge das entspricht. Und hier steht es jetzt nun gerade nicht, aber ich kann mal im Allgemeinen sagen, dass chinesische Schuhgrößen bzw. asiatische Schuhgrößen immer kleiner ausfallen als europäische. Das heißt, wenn ihr normal eine 38 tragt, dann solltet ihr vielleicht eher eine 39 oder eine 40 bestellen. Der nächste Schritt wäre dann, die gesammelten Daten an einen Shopping-Service weiterzugeben, damit der die Sachen für einen bestellt. Und ich bestelle sehr gerne über Taobao Spree oder Taobao Buying. Taobao Buying hat, glaube ich, die Seite ein bisschen umgestellt. Ich blicke da nicht mehr so richtig durch. Deswegen zeige ich euch nur mal kurz Taobao Spree. Wie gesagt, das ist ein Shopping-Service. Den beauftragt ihr damit, die Sachen für euch zu kaufen. Die nehmen ein bisschen Servicegebühr und man muss die PayPal-Gebühren selber bezahlen. Und es kann manchmal sein, wenn ihr was custom-made machen lasst, was zum Beispiel bei Lolita ja doch ab und an mal vorkommt, dass es ein bisschen länger dauert. Aber nun gut, ihr wollt ja schließlich auch aus China bestellen. Und ja, eigentlich ist es ganz simpel. Hier gibt es einen Reiter, der nennt sich How to Order. Und da wird ziemlich genau beschrieben, was man machen muss, um dort zu bestellen. Ich mache es immer so, ich schreibe eine Mail an die hier angegebene Adresse und mache eine eigene Orderlist. Das ist hier auch nochmal ganz genau beschrieben. Da müssen dann solche Angaben drin sein, also zu einem selber, Name, Adresse, Postcode und so weiter und so fort, was für ein Shipment ihr haben wollt, wie ihr bezahlen möchtet und dann zu jedem Item, was ihr euch ausgesucht habt, nochmal die genaue Beschreibung. Also hier die Internetadresse, wie ich schon gesagt habe, die solltet ihr euch speichern. Anzahl, Itemname und Verkäufer, das müsst ihr aber nicht hinschreiben. Dann den Preis, die Größe und die Farbe und Request, falls ihr noch irgendwelche besonderen Wünsche habt. Zum Beispiel, wenn irgendwas nochmal custom-made oder verändert werden soll, dann könnt ihr das hier auch angeben. Fertig ausgefüllt sieht das dann irgendwie so aus. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht genau wisst, dann könnt ihr das auch freilassen. Und in die Adresszeile müssen dann auch noch bestimmte Daten rein. Das steht hier aber auch nochmal ganz genau, also lasst euch da irgendwie nicht verwirren von mir. Oh, und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr die abschicken und dann kriegt ihr innerhalb von, ich sag mal, ungefähr einer Woche Antwort vom Shopping-Service und die sagen euch dann, wie viel ihr bezahlen müsst für die erste Rechnung, weil man bezahlt immer erstmal den Preis der Items, das Inland-Shipping, weil die Sachen müssen ja auch innerhalb von China erstmal zum Shopping-Service kommen, das bezahlt ihr auch und die Gebühr. Und wenn die ganzen Sachen beim Shopping-Service angekommen sind, bezahlt ihr quasi nochmal das Shipping von China nach Deutschland oder wohin auch immer ihr es verschickt haben möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und habe nichts vergessen. Ich verlinke euch natürlich, wie gesagt, alles nochmal unten in die Infobox. Ich hoffe, auch da vergesse ich nichts. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder noch mehr Tipps braucht, dann sagt mir das auch. Dann gucke ich da nochmal und antworte euch natürlich auch. Ansonsten hoffe ich, ihr habt euch gefreut, dass ich das endlich gemacht habe und wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut und tschüss!